Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Vielleicht sogar der letzte Part oder vorletzte. Uns fehlt noch ein Teil für die Diät des Schwammes, was wir wohl im Diebesversteck finden. Da war ich nämlich noch gar nicht. Da bist du ja wieder, mein Freund. Wie sich herausgestellt hat, brauche ich ein Geheimnis, um einen riesigen Voodoo-Schwamm zum Schrumpfen zu bringen. Kann ich es haben? Nein, du kannst es nicht mal stehlen. Es muss mit dir geteilt werden. Okay, teile es mit mir. Ich weiß nicht, mein Freund. Du siehst mir nicht so aus wie jemand, dem ich ein solches Geheimnis anvertrauen kann. Aber ja doch, bin ich so jemand. Ich behalte ja zum Beispiel auch für mich, dass Elaine ihre Oberlippe wächst. Oh, hoppla. Aber du bist ein Dieb, mein Freund. Jeder weiß, dass man Dieben nicht trauen kann. Ja, hier guck mal, was ich hab. Sieh dir das hier mal an. Nicht schlecht, mein Freund. Hast du das selbst geklaut? Und wie? Direkt von LeChucks Gürtel. Das glaube ich dir. Ach ja? Und wenn ich behaupten würde, ich hätte es von einer dreiköpfigen Meerjungfrau, die mit ihrer riesigen Weltraumschildkröte aus der Zukunft hierher gekommen ist? Ich vertraue dir, mein Freund. Wenn du das sagst, wird's schon stimmen. Wenn du mir vertraust, kriege ich dann hier das Geheimnis? Nettes Geheimnis, das du da hast. Vertraust du es mir an? Eigentlich traue ich Diebsgesindel wie dir nicht recht über den Weg, aber du hast da so etwas an dir. Ach, das ist nur das verzauberte Voodoo-Amulett, das da aus mir spricht. Was? nichts. Nichts leichter als das. Wir gehen da mal wieder. Viel Glück beim Stibitzen. Ich muss dann mal. Beehr mich bald wieder, mein Freund. Die Diät ist ja jetzt abgeschlossen, wir haben den letzten Teil. Yippie! Freude, wir schrumpfen den Schwamm. Hey, warte mal! Da fehlen doch ein paar meiner Sachen. Dieser miese kleine Dieb hat mich abgezogen. Und das sogar ziemlich geschickt. Ja, wird schon nicht wichtig sein. Dein sechster Sinn ist voll von unerfüllten Schicksalen. Dieses Geheimnis hilft dir, den Gürtel enger zu schnallen. Ein Schwamm schrumpfen lassendes Geheimnis kommt sofort. Oh oh, ich hoffe, das ist keine Verdauungsstörung. Weg ist der Schwamm. Glaub ja nicht, dass das, was du getan hast, nicht ungeschehen gemacht werden kann. Elaine wird meine Dämonenbraut. Komme, was da wolle. Guybrush, wie... Die Voodoo-Lady. Sie hat mich zurückgebracht. Die Voodoo-Lady? Denk an all das Ungemach, für das diese Frau gesorgt hat. Du bist ihr jetzt schon so lange blindlings gefolgt, Guybrush. Aber ohne sie... Angriff, meine fischigen Freunde! Attacke! Gebt ihm ordentlich eins auf die Backen! Ha! Okay. Es reicht! Jetzt ist Schluss damit! Elaine gehört mir. Meine Dämonenbraut wird mir jeden Morgen ein königliches Frühstück anrichten. Dafür sorgen, dass meine Festung des Bösen immer picobello ist, wenn wir Gäste zur Folter empfangen. Meine kaputten Socken stopfen und... Das ist mein Zuckerschnäuzchen! Du hast recht, Schatz. Er bietet einem kaum verbale Angriffsfläche, oder? Oh oh. Miau. Entschuldige uns einen Augenblick, Guybrush. Die Frau und ich haben etwas unter vier Augen zu besprechen. Wow! Eine vergebliche, wenn auch bewundernswert verräterische Geste, meine Butterblume. Auch ohne die Hilfe von Lais Ponja habe ich bereits so viel Macht aufgesaugt, dass ich einfach auf den Scheideweg treten und nach Herzenslust Voodoo-Energie tanken kann. Gesehen?
Du kannst zwar kurzzeitig meinen Körper ausschalten, Elaine, aber nicht meinen Geist. Oh, mein Geist! Nimm das, du dicke, fette, hässliche, untote, voodoo-stehlende, bucklige Kröte! Morgan? Was machst du denn hier? Und woher hast du das Schwert? Hör mal, wir können LeChuck erledigen. Aber wir müssen einen Weg finden, ihn auf der materiellen und geistigen Ebene gleichzeitig zu erwischen. Was soll ich? Vorsicht! Da! Ich werde mir schon was einfallen lassen. Ich heiße nicht umsonst. Irgendwann komme ich dich holen, Mädchen. LeChuck! Denk an die vielen Male, die du versucht hast, mich zu vernichten. Nur der Gerechtigkeit halber. Dieser Schmerz, dieses Leid. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, was ich dir antun werde. Threepwood! Hui! Oh. Guybrush! Keine Sorge, ich bin tot. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pia. Hat nicht so gut geklappt. Mausi! Threepy! Oh. Greif LeChuck an! Geht schon, Schatz! Ein Haufen Fässer mit wer weiß was drin. Fest verschlossen. Finger weg von meinen teuren Grog-Jahrgängen. Das beste Fass öffnen wir über deiner eingeschrumpelten Leiche. Wie kann ich mich bewegen? Würdest du mal einen Blick auf den Rumpf werfen? Er ist voller Löcher. Wir sollten sie in den Hafen bringen, einen Becher Grog ordern, über die guten alten Zeiten plaudern. Ich glaube, heute beginnen meine guten alten Zeiten. Lass das, du abgetakelte Madenbrutstätte! Elaine, nicht einmal du mit deinem Spielzeugschwert kannst mich jetzt noch aufhalten! Wart's nur ab! Meine Herren, ich kann ehrlich sagen, ich spüre Ihren Schmerz. Ein bisschen. Aber gib mir den Schlüsselring. Au! Du Mistkerl! Hui! Haben wir unser kleines Bad genossen? Erfrischend! Du siehst müde aus, Seemann. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ab in die Kajüte mit dir! Autsch. Das klappt nicht. Du bist so erbärmlich. Schickst deine Frau, um mich fertig zu machen. Sie hat mich ausgetrickst und mir das Schwert von Kaflu abgeluchst. Aber ich lasse mir wegen dieser elenden Klinge ganz sicherlich den Schneid abkaufen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier das Seil runterrutsche? Versuch doch wegzufliegen, kleiner Peepwurt! Diese riesige, dämonische Kanone riecht nach Tod und Verderben. Und sie ist groß genug,
um sich darin zu verstecken. Ziemlich hoch. Und meine akrobatischen Fähigkeiten lassen langsam nach. Das glaube ich dir nicht, lieber. Weißt du, was das Tolle daran ist? Ja. Oh. Wir kriegen beide heute ein Belastungstraining? Diese Schlichtheit. Nur du, ich und mein Schiff. Elaine. Und keine Voodoo-Lady. Bei Blackbeards Stiefeln, ich hasse diese Frau. Und jetzt wird es Zeit, dass du das Deck schrubbst. Ja. Das ist echt nicht nett. Kann ich echt nichts mit der kaputten Tür gerade machen? Nee. Anscheinend nicht. Schade. Mausi! Creepy! Alles in Ordnung? Es geht schon. Tut mir leid, Guybrush. LeChuck wird dich umbringen. Ich mach das schon. Ja, ich denke auch. Ach, Elaine! Guybrush! Sei vorsichtig! Du auch! Weiß Elaine das mit morgen, Guybrush? Was? Das scharfe Meeresfrüchtchen hat es auf Threepwood abgesehen. Ihr Korsar ist nur für ihn gesegelt. Eine Schande, dass ich sie töten musste. Aber sie können ihr Feuer der Liebe in der Hölle neu entzünden. Ich lande gerne hier oben. Ich möchte ehrlich gesagt da runter. Sie führt hinunter ins Ruderhaus. LeChuck, du hast Elaine entführt. Du hast mich in lahme Fallen tappen lassen. Du hast mir mit einer Voodoo-Puppe das Licht ausgehaucht. Du hast versucht, mich zu deinem untoten Sklaven zu machen. Aber du hast niemals versucht, mich auf so freche Weise umzubringen. Und das war mein größter Fehler. Ach. Pass auf, wo du hinfällst. Jen kämpft auch in jeder Front. Hör auf mit dem Theater! Ich werde mein Deck mit deinem armseligen Zottelbart schrubben! Zuckerhäschen! Piratenschätzchen! Wie viele Namen können wir noch hören? Entzünde die Kanone! Ja, Liebling! Okay. Heal holen ist kein Spaß! Zuckerhäschen! Könntest du vielleicht nochmal die Kanone entzünden? Entzünde die Kanone nochmal! Geht schon, Schatz! Aber was genau uns das bringt, sehen wir dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst ein Like und Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!